ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Theaterabend. Das ist ja solche Sache mit der deutschen Komödie. Die Geschichte dieser Komödie grundsätzlich ist eigentlich ein Trauerspiel. Lediglich vier Werke haben es zu internationaler Anerkennung gebracht. Das ist einmal von Lessing, Minna von Barnhelm, eine Komödie, die gar keine ist. Und dann zweitens Heinrich von Kleist, Der zerbrochene Krug. Wir haben es vor Jahren schon mal aufgeführt mit Christian Sauer. Ein geniales sprachliches Meisterwerk, wie ich finde. Es ist durchgefallen bei der Uraufführung, und zwar hat es der Geheimrat von Goethe durchfallen lassen. Dann als drittes eben der Biberpelz, laut preußischer Behörde ein ödes Machwerk. Und auch einige Kritiker haben sich zunächst entsprechend geäußert. Auf alle Fälle wurde es nach dem Krieg durch Inge Meisel unter der Regie ihres Mannes John Olden bekannt. Und die vierte Komödie ist unumstritten, das ist Der Hauptmann von Köpenick von Zuckmayer. Der Biberpelz ist ein Werk des Naturalismus. Das heißt, den Schauspielern ist genau vorgegeben, wie sie sich zu bewegen haben. Der Charakter ist festgelegt. Sie können also nicht frei improvisieren und nach dem Motto spielen, wehe, wenn sie losgelassen, wie es einige Mitglieder des Ensembles bisweilen gefällt. Sie sind also angebunden und müssen sich den Anweisungen des Regisseurs, der seine Anweisungen wiederum vom Autor bekommen hat, unterordnen. Im Mittelpunkt des Stückes steht die Waschfrau Wolf. Mitnichten bar jeder Moral, wie ich gelesen habe, sondern ganz im Gegenteil, sie hat ihre, wenn auch eigene Moral, und das und diese Moral gilt es eben von Ihnen als Zuschauer zu entdecken. Der Dank gilt allen, die mitgewirkt haben, dass dieser Abend gelingen kann. Theater, Schultheater im Sommer heißt immer auch ein Abschied nehmen von den 13ern. Und in diesem Jahr sind es immerhin 6 Schauspieler. Schade, dass alle das Abitur bestanden haben. Der Dank gilt wieder einmal Michael Wirth, der voll und ganz in den letzten Tagen für das Theater gelebt hat. Man hat mir sogar glaubhaft versichert, er sei zwischen den Kulissen irgendwann einmal eingeschlafen. Ich will es dabei belassen. Sonst kommt es eventuell bei Michael zu dem Icarus-Effekt, der ja bekanntlich, als er der Sonne zu nahe kam, abstürzte. In der Abi-Zeitung wurden die Schüler mit einigen Randbemerkungen bedacht. Bei Michael stand KMHs Chef. So ist es. Und in diesem Sinne möchte ich ganz bescheiden fragen, Michael, dürfen wir anfangen? Ja. Was willst du denn nun zu Hause, Mädel? Ich soll wohl mal ein Jahr nicht mehr bei euch kommen.
Du weißt wohl noch gar nicht, wie spät das schon ist. Sieh zu, dass du fortkommst zu deiner Herrschaft. Ja, wenn ich werde auch mal ein bisschen zu spät kommen. Nun nimm dich in Obacht. Hast du verstanden? Und sieh, dass du fortkommst, sonst hast du verspielt. Ich seh nicht mehr bei die Leute. Du gehst nicht. Ach, wo. Das ist ja mal was ganz Neues. Na, muss ich mich immer lassen schinden? Schinden tun sie dich bei Kriegers? Nee, so ein armes Kind aber auch. Ah, Frauenzimmer wie ein Dragoner. Na nu, fass an, da unten der Sack. Du kannst dich wohl gar nicht Helscher anstellen. Damit hast du bei mir Kegelicke nicht. Es faulenzen lernst du bei mir erst recht nicht. Nun sag ich das aber zum letzten Male. Ich geh nicht mehr bei die Leute hin. Dann spring ich lieber ins Wasser. Dass du auch ja keinen Schnuppen kriegst. Ich spring ins Wasser. Da ruf mich, Herrschte. Ich werd dann Schubs geben, dass du auch ja und fliegst nicht daneben. Ja, brauch ich mir das wohl gefallen lassen? Denn ich abends muss Holz reinrollen. 2 Meter. Nee, ist wohl nicht möglich. Holz sollst du reinrobben, die Leute aber auch. Und 20 Taler aufs ganze Jahr? Soll ich mir noch die Poten verfrieren? Nicht mal was Kartoffeln und Hering. Red erst nicht lang, tummes Mädel, hier hast den Schlüssel. Geh, schneid dir Brot ab. Und wenn du satt bist, scher dich, verstanden? Es laufen Stück in der obersten Reihe. Die Juste von Schulzens kriegt 40 Taler und renn du bloß mit dem Kopf durch die Wand. Du bist nicht mal mit für ewige Zeiten, du wirst bei den Leuten nicht ewig bleiben. Meinswegen zieh du zum 1. April. So lang bleibst du an Ort und Stelle. Mit Weihnachtsgeschenk in der Tasche und du möchtest fortlaufen, denn es ist keine Mode. Ich gehe meine Leiten ein und aus, das werde ich wohl auf mir sitzen lassen. Das bist Gelumpe, der dich da anhab. Das wahre Geld vergisst du wohl ganz. Ja, soll auch ganze Merker, 6. Geld ist Geld, das lass du gut sein. Wenn ich aber kein Mehr verdiene. Mit dem Maule. Nee, mit der Nähmaschine. Ich geh nach Berlin und nehm Mäntel. Stiche uns Emilie, jeder auf seine neue. Komm du mir bloß mit der Schlumpe gezogen. Die soll mir hoch unter die Finger laufen. Dem Beine will ich einen Teilchen aufstecken. Das wär so ein Avasemang für dich. Mit einem Kerle die Nächte verschwiemeln. Nee, Mädel, wenn ich bloß dran denke. Ich hau dich, dass du schon gar nicht mehr aufstehst. Nun komm, Papa, jetzt nimm dich in Obacht. Wenn Papa mich verdrischt, dann lauf ich fort. Willst du schon sehen, wo ich bleibe. Jetzt maul nicht. Geh in den Stall und futter die Ziegen. Sie sind doch noch nicht gemolken den Abend. Und gib den Kanickel eine Handvoll Heu. Na, Papa. Hast du Schiffer Emil getroffen? Ja, ja. Ja oder nein, kannst du nicht antworten. Wird er rumkommen? Ja, ja, ja. Immer zu. Schrei du mal noch nicht. Du bist schon couragierter Kerl. Dabei vergisst du die Tiere zuzumachen. Was ist denn das nur wieder mit der Mel? Du. Ist ein junger Förster in Rixdorf. Geh, krieg unters Bette, Julian, wenn du bloß nicht so schrecklich dumm wärst. Lass du mich vor den Mädeln sorgen. Das schlägt nicht in deine Konferenz, in meine Konferenz gehört das. Ja, aber jung, da würde ich dir auch niemals eine Streit reden. Ah, jedes hat seine Konferenz. Na ja, dann sollst du mir mal nicht gerade im Weg laufen, ja? Du willst du wohl anschlagen, Julian. Lass dir bloß nicht sowas einfallen. Denk bloß nicht, dass ich das zulasse. Ich werde sie mir lassen zu Schanden schlagen. Das Mädel kann unser Glicke sein. Ach, und bloß für sowas ein Verstand ist. Und die ist mir nicht bang, Julian. Kann sein, du erlebst noch mal was. Sie wohnt noch mal in der Belle Etage. Und wir sind froh, wenn sie uns bloß kennt. Was hat der Telsrat zu mir gesagt? Ihre Tochter, das ist so ein schönes Mädchen. Die kann auch mal bei Theaterverruhre machen. Ja, dann soll sie mal machen, dass sie hinkommt. Du hast keine Bildung, Julian. Vom Bildung hast du doch keine Spur. Wenn ich nicht gewesen wäre, Julian, was wäre aus dem Mädchen geworden? Ich habe sie gebildet erzogen. Die Bildung.
Erziehung ist heutzutage der Hauptsache. Das geht nicht so, Uffenhieb. Immer eins nach dem anderen so, PHP. Du sollst erst mal einen Dienst kennenlernen. Dann geht sie meinetwegen rein nach Berlin. Ich sag, heute noch viel zu jung für Theater. Mama, Mama, jetzt mach doch bloß einen Anruf. Was machst du mit deinem Ofen, Mama? Ich hab mir ja Hände und Füße verfroren. Jetzt red nicht lang, mach Feuer in den Ofen, damit der warm wird. Wo bleibst du überhaupt so lange? Ich hab doch die Stiebeln geholt, Frau Vattern. Da bist du wieder 2 Stunden geblieben. Na, wenn ich um 7 erst bin gegangen? Um 7 bist du gegangen. Es ist 22:30. Das weißt du wohl gar nicht. Das ist wohl nicht viel. Nur Herr Amadruff auf das, was ich dir sage. Wenn du mir noch immer so lang fortbleibst und gar bei dem lausigen Philipp-Schuster, da pass aber auf, was da passiert. Ich soll wohl bloß immer zu Hause biestern. Jetzt bist du still und rennst Kind rum. Mann. Ob du wohl still bist, möchte ich wissen. Lehr du mich Filitzen kennen. Der Audi hat soll sich auch nicht gerade beriemen. Denn sein Handwerk ist nicht bloß Schuhflicken, wenn einer es zweimal im Zuchthause sitzt. Das ist ja gar nicht wahr. Das ist ja alles zusammengelogen. Er hat mir ja selbst gesagt, Mama. Das weiß doch das ganze Dorf, Tumme, ganz. Das ist ein richtiger Kuppler, ist das. Er geht ja so ja beim Amtsvorsteher. Ja, freilich geht er. Verspionierer. Als Tenuziat ist er oben drauf. Tenuziat? Was? Hey Julian, was machst du da drinne? Hast wohl schon wieder vergessen. Ich hab das doch heute Morgen gesagt, das Brett, was du losgerissen ist. Was für ein Brett? Na, hinten am Ziegenstall. Der Wind hat's doch losgemacht gestern Nacht. Sieh zu, dass du rauskommst, Zunagel. Moin ist auch noch ein Tag. Nee, da mach dir auch keine Gedanken. Mit sowas fangen wir erst gar nicht an. Hier, nimm deinen Hammer, hast du Nägel, jetzt scher dich, Zunagel. Du bist ja mal duselig. Wenn Vulko kommt, was soll er geben? Merker 12 doch jetzt hier bist? Merker 12. Jetzt seht zu, dass Papa sein Essen kriegt. Was ist denn das, Mama? Ein Klapperstorch. Ein Klapperstorch? Hat er auch Hörner? Nee, ich weh schon. Ein Rehbock ist das. Ja, warum fragst du dann erst, wenn du es schon weißt? Hat denn der Papa geschossen? Jetzt rennt auch durchs ganze Dorf und schreit, Papa hat einen Rehbock geschossen, ja? Ich werde mir schön hüten. Dann kommt doch die Polente. Und dann am Schulzen fügt. Ich mir nicht. Der hat mir schon mal ans Kind gefasst. Wer kann dreiste kommen? Wir tun nichts Böses. Wenn ein Rian Schuss hat und es ist am VN und es findet kein Mensch, da fressen's de Raben. Ob mir's nun fressen oder de Raben, gefressen wird's doch. Nur sag einmal, Holz hast du sollen reinräumen? Ja, bei die Kälte. 2 Meter Knüppel. Immer kaputt ist wie so ein Hund. Halber 10 ist abends spät. Und nun liegt das Holz nur noch auf der Gasse. Vom Jachtentor liegt es. Quiz weiter nicht. Ja, aber wenn sie nur und stehlen das Holz, was ist denn dann morgen früh? Ich geh nicht mehr hin. Seien's grüne Knüppel oder trockene? Das sind so schöne, trockene Knüppel. Oh Mama, ich bin so schrecklich müde. Ich hab mich so musst abmarackern. Meinetwegen bleib heute Nacht bei uns. Ich hab mir schon ein bisschen anders überlegt. Und morgen früh sehen wir weiter. Ich bin auch ganz abgekommen. Das hängt alles bloß noch so an mir. Nun los, geh schlafen in die Kammer, bevor Papa noch einen Krach macht. Er versteht von solchen Sachen zu wenig. Der Papa spricht immer so ungebildet. Na, er hat eben auch keine Bildung gelernt. Das wäre mit euch auch nicht anders gewesen, wenn ich euch nicht hätte gebildet erzogen. Geht's rein. So, schlafen. Thank you.
Brüder. Na, wenn ich wie Herr Krieger gewesen wäre, den hätte ich gar nicht so lange behalten. Mit Herrn Dr. Fleischer hat er sich ja auch getan. Ja, der möchte ich wissen, wer sich mit dem zahlt. Die Leute tun keiner Fliege was. Er darf ja auch ja nicht mehr bei Fleischers hinkommen. Wenn Herr Kältet mal bei den Leuten ankommt. Das Mädchen, die Kind im Hause. Ja, und was der Bruder ist in Berlin, der ist doch Kassierer beim Theater. Wollt ihr mir wohl behindert sein? Na freilich, immer bringe den Bruder. Ich wünsche guten Abend. Na, da kommt er mal wieder angezogen. Die wollten ein bisschen die Waschrohr hauen. Ach, den verfluch ich doch schon gar nicht mehr. Na, anders wird's ja wohl wieder nicht werden. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Noch was? Geld? Hier hängt er. Ein Kapitalstück, was? Der Julius mal noch Jörg aufpasst. Das sind jetzt alle bloß hinterher. Was wollen sie geben? Das ist die Hauptsache. Was nützen das lange Gequassel da? Ja, ich hab man nur schon 4 Böcke zu liegen. Da wegen geht ich gar nicht unter. Aber was? Wenn ich nur liegen bleibe? Ich muss mit die Dinger noch hin nach Berlin. Dann sitze ich im Eise und hab die Dinger auf dem Halse, wenn es weiter friert. Spring aber runter, Mill. Zur Scholzen. Sag einen schönen Gruß, er soll mal raufkommen. Der Mutter etwas zu verkaufen. Hab ich gesagt, ich will es nicht kaufen? Ja, mir ist es ganz egal, wer es kauft. Ich will es ja kaufen. Wer es nicht will, lässt bleiben. Ich kaufe den Stück. Was soll's denn bringen? Der Dreh hier, das hat seine 30 Pfund. Aber gut und gern kann ich Ihnen sagen. Gen Adelheid, du warst doch dabei. Wir konnten es doch kaum auf den Nagel heben. Ich hab mir richtig was ausgerenkt. Oh. Na. Pitt. Merker 13 ist bezahlt. Da verdiene ich auch nicht 10 Pfennige bei. Ich wünsche noch eine glückliche Reise. Na, mehr wie 13 kann ich nicht geben. Eh, lassen Sie, Mann. Ich kann nicht mehr geben, was ich Ihnen sage. Es ist ja bloß, wenn ich die Kundschaft behalte. Jörg soll mich strafen. So wach, wie ich hier stehe. Weil das ganz Geschäft verdiene ich nicht so viele. Und wenn ich sagen wollte, 14. Dann setze ich zu. Der Merrick-Verlust von 1 Mark. Dass er einen guten Willen seht, vor Merker 14. Nee, Lust gut sein, Lust gut sein. Der Dreh wär mal los, da warten wir nicht bis morgen früh. Na, wenn ihr mal Kinder hängen sieht. Der Dreh, haben wir verendet gefunden. Ja, ihr Schlinge, das will ich loben. Kommt bloß nicht auf die Erdwulko. Damit habt ihr bei mir Teglicke nicht. Man soll euch wohl alles in Rachen schmeißen. Ja. Ich hab nun schon Sticker 4 zu liehen. Sonst wollte ich ja sagen, 15 Mark. Nee, Wulko. Mit uns ist heute Kehlgeschäfte. Ja, da geht ruhig ein Häusel weiter. Wir haben uns hier geschenkt über den See. Eha, da saß man fest im Eise. Wir konnten nicht vorwärts und nicht rückwärts. Wir haben nichts zu verschenken. Na, hätte ich nie los was davon? Das Schiffswerk, das ist ein gezwungenes Werk. Und der Tele, das ist ein schlechtes Geschäft. Wenn ihr alle rinfallt, dann fall ich schon lange rin. Weil bei Jahre 40 plage ich mal nur. Und wenn ich heute, dann helfen hätte ich. Wenn ich nicht morgens früh aufstehe, dann muss ich schrien wie ein junger Hund. Ich will mir schon viele Jahre einen Pelz kaufen. Das haben mir alte Doktor verraten. Weil das ich so leidenschaftlich bin. So wach wie ich hier stehe. Ich hab mir das Zeug noch gehen können kaufen. Hast du von Leontin gehört? Na, wollen wir mal sagen, Vormerker 16. Ist nicht, 18. Was redst du da wieder? Nun, Frau Brügger hat doch einen Pelz gekauft. Der hat dann 500 Mark gekostet. Ein Biberpelz. Biberpelz? Wir hatten gekauft. Nun, Frau Krüger doch, für Herrn Krüger, zu Weihnachten. Das Mädel ist wohl bei Krian im Dienst. Oh, ich nicht, meine Schwester, ich hier überhaupt nicht bei Leuten im Dienst. Ja, wenn ich nur sowas mal hängen könnte, vor sowas erwählt mir schon lange, da gebe ich auf.
Jut und Jerne? 60 Taler für aus. Den Doktor und Apotheker hält. Den gebe ich doch lieber für Pelzwerk aus. Da habe ich auch noch ein Vernügen alt. Na, ihr braucht ja bloß mal rübergehen, Ulko, zu Kriegern. Vielleicht schenkt dann weg. Nee, Jut will ich nicht. Aber, wie gesagt, boah, sowas verinteressiert man sehr. Ja, so Pelz möchte ich auch gern mal haben. Wie ist es du? Von etwa 16? Ist nicht. 18. Nicht unter 18 Mark, hat Julian gesagt. Der hat sich das so in den Kopf gesetzt. Nicht wahr, Julian? Du hast doch gesagt, nicht unter 18. Was hätte ich gesagt? Du herrschst wohl mal wieder nicht gut. Du hast doch gesagt, nicht unter 18. Um weniger soll ich doch den Bock nicht hergeben. Ich hätte gesagt. Ja. Ach so, das Stück Wild. Ja, 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 das ist auch noch ja nicht zu viel. Denn das Ganze nun mal ändert. Sitzen. Mann. Na, stimmt es nun? Ihr seid schon eh mal ein beschissener Kerl. Wie ihr hier zur Tiere reinkam, da habe ich gesagt, der braucht bloß über die Schwelle zu treten. Schon hat man da den Gewaschohr. Oh, hält er mir das Ding mal drin buxieren? Wenn er einmal was zu hören kriegt, ich mein beispielsweise so ein Pelz zum Beispiel, Stücker 60, 70 Taler, bin ich imstande und lese sie hin. Ja, ihr seid wohl nie recht, wie sollen mir zu so einem Pelz kommen? Frau Hofmann! Wegstecken, rein in die Stube! Frau Hofer, sind Sie noch wach? Frau Hofer, schlafen Sie schon? Frau Hofer! Mäulenrot! Ach, das ist ja bloß Mäulenrot, Mama! Ah, es war bloß der Amtsdiener Mitteldorf! Boah, verdeibel! Ihr habt ja eine schöne Bekanntschaft! Du seht aber zu, dass er wegkommt, Ulko. Mama, der Mino hat angeschlagen. Macht aber federt, Ulko, raus durch den Gemiesegarten. Julian wird aufmachen. Komm, Julian, mach auf. Und wie gesagt, wenn er einmal was zu hören kriegt von so einem Biberpelz, in Stücker 3-4 Tagen bin ich die Tour von Berlin. Da liegen mein Kahn wieder unten. Ah, an der großen Brücke? Ja, wo ich immer liege. Herr Julius, dann packt man immer voran. Ah, der Mino hat schon wieder angeschlagen. Hey, was ein Bellen! Es will jemand über die Spree, Mama. Wer will so spät noch über Schwasser? Ich glaube, der dämliche Mote. Wer ist es? Ich glaube, die Stimme war Mote, sind Stimme. Geh runter, lauf zu Papa, er soll rufkommen. Der dämliche Mote kann drüben bleiben. Der muss mir nicht erst im Hause rumschniffeln. Ich bin schon zu spät gekommen. Ich hörte schon reden. Na, wer ist es denn nun? Ich sag es ja, Mottes. Na, Sie bleiben, Frau Mutter Wolf. Na, was gehen Sie auch in der Nacht spazieren? Sie haben doch am Tage Zeit genug. Schön warm ist hier. Wer hat Zeit am Tage? Na, Sie. Glück von meinen Renten. Das weiß ich nicht, wovon Sie leben. Seien Sie mal nicht so glücklich, Mutter Wolf. Wir wollten mal fragen nach unserer Rechnung. Da haben Sie schon mehr wie einmal gefragt. Ja und? Dann fragen wir eben nochmal. Was denn schon dabei? Irgendwann müssen wir ja mal bezahlen. Bezahlen wollen Sie? Ihr wisst doch, natürlich. Ich glaube, Wolf guckt ja ganz erstaunt. Sie
dachten wohl, wir würden ihn durchbrennen? Na, sowas werde ich doch wohl nicht denken. Aber wenn Sie so gut sein wollen, machen wir es gleich ab. Sein also 11 Mark und 30 Pfennige. Ja, ja, Mutter Wolfen, wir kriegen Geld. Die Leute hier werden noch Augen machen. Das riecht ja so nach Hasenbraten. Ach, der Hase vielleicht, das ist eher möglich. Wollen wir doch gleich mal nachschauen. Topkoppen ist nicht. Mutter Wolfen, wir haben da auch was gefunden. Ich hab nichts verloren. Da, sehen Sie mal zu. Das seien wohl Schlingen. Die haben wir hier ganz in der Nähe gefunden. Kaum 20 Schritte von Ihrem Garten. Ihr Kinder, dass hier bloß gewildigt wird. Und wenn Sie mal bloß aufpassen, Mutter Wolfen, dann können Sie den Wildtyp richtig noch fassen. Na, solche Sachen gehen mich nicht an. Wenn ich so einen Lunken mal treffe, dem gebe ich zuerst ein paar in die Ohren und dann bringe ich ihn unbarmherzig zur Anzeige. Haben Sie vielleicht ein paar frische Eier, Mutter Wolf? Jetzt, mitten im Winter? Ja, die sind gar rar. Förster Seidel hat wieder ein Wildtyp gefasst. Wird morgen nach Moabit gebracht. Hat schneit, der Kerl, das muss man sagen. Wenn ich damals nicht das Malheur gehabt hätte, dann könnte ich heute Oberförster sein. Dann würde ich die Hunde noch anders zwiebeln. Das hat manch einer schon bießen müssen. Ja, ich fürchte mich nicht. Ich habe auch schon so ein paar denunziert. Und mit ein paar anderen warte ich bloß noch. Die laufen mir auch noch in die Arme. Die Schlingenleger sollen ja nicht denken, dass ich sie nicht kenne. Ich kenne sie genau. Haben Sie vielleicht gebacken, Mutter Wolf? Und ist das Bäckerbrot ja so zuwider. Sie wollten doch, denke ich, die Rechnung ausgleichen. Sonnabend. Mein Mann ist doch jetzt Redakteur geworden. Von den Blättern für Yacht- und Forstwirtschaft. Ja, das weiß ich schon, was das ist. Na, was ich Ihnen sage, wir sind von Krügers ja schon fortgezogen. Ja, weil sie mussten, sind sie gezogen. Wir mussten? Hammer, Männer. Frau Wolfen sagt, wir mussten von Krügers fort. Wenn ich als Richter fortgezogen bin, das werden Sie schon noch bald erfahren. Der Kerl ist ein Fucherrautenhalsabschneider. Das weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Ich warte ja bloß noch, bis ich Beweise habe. Der Kerl soll sich für mich nur ein Jahr in Acht nehmen. Der unser Busenfreund Dr. Fleischer, der ganz besonders. Wenn ich nur wollte, ein Wort genügt und der Mann wäre hinter Schloss und Riegel. Die Männer haben sich wohl wieder gezankt. Mit meinem Manne ist nicht zu spaßen. Wenn der sich mal was in den Kopf gesetzt hat, der lässt nicht locker. Und er steht auch ganz gut mit dem Herrn Amtsvorsteher. Wie ist nun mit die Eier und dem Brot? Na, Finn, war ich gerade noch lieb und das Stück Brot. So, sind Sie nun zufrieden? Ihr wisst doch, natürlich. Gut sind doch die Eier, oder? So gut, wie Sie meine Hühner gelegt haben. Na dann, schönen Abend noch. Sonnabendchen. Ja doch, seht bloß, dass er fortkommt. Bei allen Leuten nicht viel Schulden. Soll doch in Ihren eigenen Zettel gucken, was gibt's denn hier, was wir essen. Los, geh schlafen, Mädel. Gute Nacht, Mama. Gibst du Papa keinen Gute-Nacht-Kuss? Sag mal, was musst du die Leute all die Eier geben, hä? Ich soll mir den Kerl wohl zum Feinde machen. Mach du den doch zum Feinde, Julian. Der ist ein gefährlicher Kerl. Der hat nichts zu tun, wie auf Leute aufpassen. Ach, für sowas hast du eh keinen Verstand. Thank you.
gleich hinterm Garten. Das waren doch deine. Immer zu doch. Dass der dämliche Mond es so auch gleich findet. So nah beim Hause, da liegt's mir keine Schlinge mehr. Da hieß es womöglich noch, mir hätten sie gelegt. Hör bloß, ein Detlef, was los? Das Holz ist auch all, Julian. Ich hab doch hier ein bisschen hinter Winkel. Am besten, Bärchen, mach uns gleich ab. Ja, ich schwöre, ich knuckle schon ja nicht mehr. Ne, okay, das ist mich ja. Ihr Männer habt immer so ein großes Maul. Aber wenn es dazu kommt, dann könnt ihr nichts leisten. Ich arbeite euch dreimal in der Sack und wieder raus, und alle miteinander. Na, wenn du heite und du willst durchaus nicht mehr raus, hilf nicht, Julian, morgen musste. Gott, wenn du bloß nicht so feig wärst. Denk mir gleich ein paar Meter Holz. Da braucht uns auch gar nicht so zu schinden. Da brauchen wir auch gar nicht weit zu gehen. Lass mir, Mann, ein Haar. Du sei doch nicht immer so mieseldrätig. Pass mal auf, ich will mal gut sein. Das habe ich dir mitgebracht. Na, dann macht's doch gleich ein freundlich Gesicht. Ja, bei der Kälte ist das all ganz gut, ne? Na, sorge ich mir etwa für dich? Ja, das war ganz gut. Ganz gut war das. Der Wulpo ist doch ein rechter Halunke. Er tut doch immer so, als wenn es ihm schlicht ginge. Ja, aber er soll sich nicht so haben mit seinem Handel. Du hast doch gehört mit dem Biberpelz. Ich hab nicht gehört. Ja, das Mädel erzählt doch von der Frau Krieger. Die hat doch dem Krieger einen Pelz geschenkt. Ja, die Leute, die haben es ja. Naja, und da meinte Wulko doch, wenn er so einen Pelz immer kriegen könnte, dann wollte er gleich 60 Taler geben. Soll sich halt selber die Finger verbrennen. Wie trinkt man noch ihn? Denn immer, immer zu. All. Was? Wie viel haben wir denn seit Juli verdrübert? Seien immer noch. Na doch, sind 30 Taler. Das macht insgesamt. Macht das. Sein 70 Taler! 70, ja. Ja. Man kommt halt auf die eigentlich recht weiter. Wenn man so 50, 60 Taler auf einmal hinlegen könnte, da wird doch der Grund und Boden bezahlt. Da könnte man 100 bis 2 wieder aufnehmen und vielleicht ein paar hübsche Stuben aufbauen. Ja, an Sommergast kann man doch so nicht aufnehmen. Und Sommergäste, die bringen es hauptsächlich. Na ja, immer zu, oder? Du bist ein zu langsamer Mensch, Julian. Hättest du vielleicht das Grundstück gekauft? Hä? Nu? Und wenn man das Grundstück nur wollte verkaufen, da könnte man schon das Doppelte für kriegen. Ich hab ne ganz andere Temperatur, wenn du bloß meine Temperatur hättest. Hey, arbeite doch! Was willst du denn alles? Ja, mit dem bisschen arbeiten wir schon weit kommen. Ich kann doch nicht stehen. Ich soll wohl hinfallen. Du bist eben dumm und musst auch dumm bleiben. Mir hat kein Mensch von stehen geredet. Na, wer nicht wagt, der gewinnt auch nicht. Und wenn du erst reich bist und kannst in der Equipage sitzen, da fragt dich doch kein Mensch mehr, woher du es hast. Ja, wenn man es von armen Leuten nimmt. Aber wenn man nur wirklich und ging zu Kriegern rüber und laden die 2 Meter Holz auf den Schlitten und stellen sie bei uns in den Schuppen, ja, da seien die Leute noch lange nicht ärmer. Holz? Was soll das nun wieder sein mit dem Holz? Du bekimmerst dich eben, rede um gar nicht. Deine Tochter, die kann man zu Tode schinden. Holz hat sie sollen reinräumen, abends um 10:30 und deswegen ist sie davon gelaufen. Aber das lässt du dir ja gern gefallen. Womöglich gibst du dem Kind in der Ohrfeige und jagst du den Leuten zurück. Nee, mit dir ist nichts anzufangen.
Na, wenn ich nur sagte, schindst du meine Kinder, dann nehme ich dein Holz. Und wenn es rauskommt? Also, mir ist es egal. Ja, warum nicht gleich so? Weg bloß nicht im Inn. Frau Hofer, na, freilich, Mitteldorf, komm so auch rein. Du arme Frau Hofer. Ja, gute Nacht wollten sie wohl sagen. Bin ja froh, dass ich schon mal hier bin. Erst war es mir so, als sehe ich Licht. Dann war es mit Ehe mal jetzt nicht dunkel. Hat mir auch keiner Winter geantwortet. Jetzt hat es aber ganz deutlich gesehen, dass hier Licht war. Und da komme ich noch mal. Ja, was haben sie denn nun für mich? Ich bin hierher gekommen. Ich hab was von der Frau Amtsvorsteher. Ja, ich soll wohl waschen kommen. Jawohl. Na, wann denn? Moin, Fried. Jetzt sagen sie mir in der Nacht um 12? Das muss man noch ein paar Tage vorher wissen. Na, morgen wascht aber ein Frau Vorsteher. Doch. Und konnte nie früher, weil ich habe immer wieder vergessen, ja, mir geht so viele in den Kopf und den Dick so was zu Licht verspitze. Ah, ich werde es schon einrichten, machen Sie sich da mal keine Gedanken. Sie haben schon genug auf dem Puckel mit Ihren 11 Kindern zu Hause. Was brauchen Sie sich noch schlecht machen lassen? Wenn Sie nur mal nicht kommen, Mutter Wölfen, dann jeden mir mal die Schlechtmäulenfrie. Na, ich werde es schon einrichten. Kommen Sie mal, setzen Sie sich, trinken Sie mal eben. Wir gehen nämlich heute eine rufte Reise nach Treptow, Gänse einkaufen. Ja, das ist doch mit uns auch immer so. Am Tage hat man ja doch keine Zeit. Ein armes schindt sich halt Tag und Nacht. Ein reiches liegt der Fähre im Bette. Ich bin ihr Kind nicht. Wissen Sie es schon? Der Amtsvorsteher hat mir ihr Kind nicht. Ich bin nicht scharf genug auf die Leiter. Das soll einer wohl sein wie ein Kettenhund. Ich ging am liebsten ja nicht zu Hause. Und wenn ich gehe, dann gebe ich Zank. Dann will ich mich nicht zu retten vor Vorwürfe. Wie halten Sie sich die Ohren zu? Da geht man mal in den Wirtshaus, denn eh die sollen die ganz unterkriegen und da soll man doch auch nicht. Ja, nicht soll man. Sie werden sich doch von Weiben nicht fürchten. Na, und wenn sie schimpfen, dann schimpfen sie wieder. Und wenn sie hauen, dann hauen sie wieder. Kommen Sie mal her, Sie sind länger wie mir. Langen Sie mal das Seil da runter. Und du, Julian, machst einen Schlitten zurechte. Und einen großen Schlitten machst du zurechte. Wie oft soll ich sie denn noch sagen? Ich kann nicht sehen! Was kannst du nicht? Ich kann den Schlitten alleine nicht rauskriegen. Und ohne Licht geht er nun schon ja nicht. Du willst dir nur immer keine Rat. Ich werde dir schon helfen kommen. Die Laterne mit dem Dorf. So, nun können wir gehen. Ich werde dir helfen, den Schlitten rausziehen. Ach, Mitteldorf, Sie können es ein bisschen leicht. Wo ihr wohnt?
Hähnchen war ein Frauenzimmer geholt und zugetan. Sie liebte treu und redlich, immer bei ihrer Dienste stand. Da kam aus treuen Brüssen ein junger Mann daher. Er wollte gern Sabinchen besitzen und war ein Schuhmacher. Motes nicht da. Jawohl, Herr Baron. So, war also da. Da bin ich doch außerordentlich neugierig. Er wollte doch hoffentlich wiederkommen. So gegen 11:30 will er wieder hier sein. Hat Motes Ihnen vielleicht etwas gesagt, Glasenapp? Er sagte, er käme in Sachen des Dr. Fleisch. Und sagen Sie mal, ist Ihnen vielleicht der Dr. Fleischer bekannt? Ich weiß nur, er wohnt in der Villa Krüger. Wie lange ist der Mann schon am Ort? Zu Michaeli bin ich gekommen. Naja, sie kam mit mir zugleich. Ich bin jetzt circa 4 Monate hier. Ich denke, der Mann muss so 2 Jahre hier sein. Sie können ja wohl keine Auskunft geben. Zu diesem Michaeli Foria. Wie ist der Mann da hierher gekommen? Zu diesem von Berlin, Herr Arzt. Ist Ihnen der Mensch vielleicht näher bekannt? Nö. Ich weiß, große Bruder ist Theaterkasten. Ich habe ja nicht nach dem Bruder gefragt. Was treibt der Mensch? Was tut er? Was ist er? Kann ich nur auch nicht hier dauernd sagen. Bruder krank ist, das sagen die Leute. Also. Zuckerkrankheit. An was der Mann leidet, ist mir doch egal. Er kann Sirup schwitzen, wenn es ihm Spaß macht. Was ist der? Nennt sich Privatgelehrter. Nicht pro Privatgelehrter. Der Buch in der Buch hat Bücher von ihm. Er lässt alle Woche welche einbinden. Ich möchte mal sehen, was der Mann so liest. Und der Briefträger meint, er hält an die
20 Zeitungen, darunter auch demokratische. Sie können mir den Hut mal herstellen. Gleich? Bei Gelegenheit. Moin, übermoin. Er mag mal so ein paar Bücher mitbringen. Sie scheinen ja den ganzen Tag zu schlafen. Voll schwer. Ja, lassen Sie, Mann. Ich sehe mir meine Leute schon an. Das hat mein Herr Vorgänger hier so einreißen lassen, aber allmählich wird das hier schon anders werden. Hat Mutes nicht etwas Bestimmtes gesagt? Meint nur, der Herr Vorsteher wüsste schon. Ja, das heißt, ich weiß nur ganz allgemein. Ich hatte den Mann ja schon längst im Auge. Ich meine natürlich den Dr. Fleischer. Herr Mutes hat es mir nur bestätigt, dass ich den Patron ganz richtig erkannt habe. Was hat Mutes denn so für einen Leumund? Pumpt sich wohl um, was? Er sagt ja, er hat seine Pension. Pension? Er hat doch einen Schuss ins Auge bekommen. Wer also so eine Art Schmerzen zieht? Sie werden erlauben, Herr Vorsteher. Ich glaube, der Mann hat mehr die Schmerzen von Jeltern, bei dem doch keiner was merkt. Ist sonst noch eine Sache von Bedeutung? Nur Kleinigkeiten. Eine Dienstabmeldung. Schon gut. Haben Sie vielleicht mal was Leuten hören, dass Fleischer seine Zunge nicht recht im Zaum hält? Nicht, dass ich gerade im Auge... Mann hat mir das nämlich hinterbracht. Er führe ungesetzliche Reden auf alle möglichen hohen Personen. Das wird sich ja übrigens alles finden. Nun wollen wir doch an die Arbeit gehen. Ja, Mitteldorf, haben Sie etwa noch was? Ach so, Holz. Sagt Diebstahl vor sein. Diebstahl? Wo? Der Villa Krieger. Was ist denn gestohlen? Knüppelholz. Was? Knüppelholz! In der letztvergangenen Nacht oder wann? Vergangene Nacht. Von wem haben Sie es denn? Grad. Na? Vor, also? Von wem denn? Von Dr. Fleischer. So, mit dem Mann unterhalten Sie sich? Der Krieger hat's aber auch selber erzählt. Der Mann ist der reine Querulant. Der Mann schreibt mir wöchentlich 3 Briefe. Bald hat man ihn übers Ohr gehauen, bald hat man seinen Zaun zerbrochen, bald hat man seine Grenze verrückt. Nur Schere rein auf Schere rein. Da sind Sie ja. Gehorsamer Diener, Herr Vorsteher. Freut mich, dass Sie kommen. Da können Sie mir doch gleich mal sagen, bei Krüger. Soll ja gestohlen sein. Ich wohne nicht mehr in der Villa Krüger. Und haben auch sonst nichts gehört? Gehört habe ich wohl, aber nichts Genaues. Als ich jetzt bei der Villa vorüberkam, da suchten sie beide Spuren im Schnee. So, Dr. Fleischer ist Sie mal so behilflich. Da sind Sie wohl ziemlich dick befreundet, was? Ein Herz und eine Seele, Herr Vorsteher. Ja, was nun den Fleischer anbelangt, das interessiert mich vor allen Dingen. Ich bitte, setzen Sie sich mit dem Dorf. Ich kann Ihnen sagen, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Die Sache hat mich nicht schlafen lassen. Sie haben mir da einen Brief geschrieben, der mich auch sauerlich aufgeregt hat. Das ist nun freilich Sache der Anlage. Meinen Herrn Vorgänger würde so etwas nicht interessiert haben. Ich jedoch habe mich meines Teils fest entschlossen, was man so sagt, durch und durch zu deuten. Meine Aufgabe hier ist, mustern und säubern. Was hat sich unter dem Schutze meines Herrn Vorgängers hier nicht alles für Kehricht angesammelt? Dunkle Existenzen, politisch verfemte, reichs- und königsfeindliche Elemente. Die Leute sollen zu Stöhn bekommen. Nun... Nun also, Herr Mutes, Sie sind Schriftsteller? Für Forst- und jagdliche Sachen, jawohl. Da schreiben Sie so für Forst- und Jagdzeitungen und können Sie denn davon leben? Wenn man eingeführt ist wie ich, Herr Baron, ich habe Gott sei Dank mein schönes Auskommen. Sie sind ein gelehrter Forstmann. Ich war auf der Akademie, Herr Baron. In Eberswalde habe ich studiert. Kurz vor dem Examen befiel mich dann das Unglück. Ach ja, Sie tragen ja eine Binde.
verlor ein Auge auf der Jagd. Ich bekam einen Schrotkorn ins rechte Auge. Von wem war nicht mehr zu ermitteln. Ich muss die Karriere aufgeben. Also Pension bekommen Sie nicht? Nein, ich habe mich die letzten Jahre so durchgefressen. Aber mein Name ist doch schon recht genannt. Ist Ihnen vielleicht mein Schwager bekannt? Oberförster von Wachsmann, jawohl. Ich korrespondiere viel mit ihm und außerdem sind wir Vereinsgenossen. Verein zur Züchtung von Vorstehhunden. So, ist Ihnen also bekannt. Das ist mir angenehm zu hören. Das erleichtert die Sache wesentlich und begründet das gegenseitige Vertrauen. Da hindert uns ja nun nichts mehr. Sie schrieben mir also in Ihrem Brief, Sie hätten Gelegenheit gehabt, den Dr. Fleischer zu beobachten. Erzählen Sie doch mal, was Sie wissen. Als ich vor einem Jahr circa die Villa Krüger bezog, da hatte ich noch keine Ahnung, mit wem das mal zu tun haben würde. Sie kannten weder Krüger noch Fleischer? Nein, aber wie das so ist in einem großen Haus, ich konnte mich nicht so recht zurückziehen. Was kamen denn da so für Leute ins Haus? Ach, ich verstehe. Kretz und Blät, Demokrat. Gab es regelmäßig Zusammenkünfte? Alle Donnerstag, nicht so viel ich weiß. Da wollen wir mal ein Augenmerk drauf haben, Glasenapp. Verkehren Sie jetzt nicht mehr mit den Leuten? Es war mir zunächst nicht mehr möglich. Es war Ihnen widerwärtig, was? Wir gänzlich zuwider geworden. Das ganze ungesetzliche Wesen. Das freche Gespött auf. Hohe Person! Das konnten Sie zum Schluss alles nicht mehr anhören, wie? Ich dachte, ich bleibe. Wer weiß, wozu es gut ist. Und endlich haben Sie doch gekündigt. Ich bin gezogen, jawohl. Und endlich haben Sie sich entschlossen, ich habe es für meine Pflicht, die Behörde davon zu unterrichten. Das finde ich sehr ehrenwert von Ihnen. Er hat also so ein Wort gesagt, eine Persönlichkeit betreffend, die uns allen ehrfurchtgebietend hochsteht. Jawohl, das hat er gesagt. Das würden Sie eventuell beeilen? Das würde ich eventuell beeilen. Sie würden es auch beeilen müssen. Jawohl, Herr Baron. Besser wäre allerdings, wir könnten noch einen Zeugen bekommen. Ich könnte nicht mal umhören, nur schmeißt der Kerl mit Geld nur so um sich, dass... Warten Sie mal, da kommt schon der Krüger. Ich will doch den Mann lieber erst abfertigen. Ich bin Ihnen jedenfalls dankbar, dass Sie mich so tatkräftig unterstützen. Man ist darauf gerade angewiesen, wenn man heutzutage noch etwas ausrichten will. Warte. Entschuldigen Sie, Augenblick. Guten Tag, Herr Vorsteher. Was wünschen Sie denn? Stohlen bin ich, Herr Vorsteher. Bestohlen? Jawohl, bestohlen. Man hat mich bestohlen. 2 Meter Holz. Es ist doch sonst hier in der letzten Zeit nicht das Geringste vorgekommen. Nichts Besonderes? Ach du lieber Gott, dann stehe ich vielleicht zum Vergnügen hier. Sie brauchen deswegen nicht ausfällig zu werden. Wie heißen Sie übrigens? Ich heiße? Ja, wie Sie heißen. Ist Ihnen mein Name denn noch nicht bekannt? Ich denke, wir hatten schon das Vergnügen. Bedauern, ich wüsste mich kaum zu erinnern. Das wäre schließlich hier auch ganz gleichgültig. Ich heiße Krüger. Rentier vielleicht? Jawohl, Rentier und Hausbesitzer. Ich bitte, legitimieren Sie sich. Legitimieren? Ich heiße Krüger. Da wollen wir doch nicht erst Umstände machen. Ich wohne seit 30 Jahren hier, mich kennt ja jeder. Wie lange Sie hier sind, interessiert mich nicht. Ihre Identität will ich hier nur feststellen. Nun also, ist Ihnen der Herr bekannt, Herr Motes? Ja, ich verstehe. Boah. Glasenab? Ja, zu dienen. Es ist der Herr Rentier Krüger von hier. Gut. Holz ist Ihnen also gestohlen. Ja, Holz! 2 Meter kieferne Knüppel. Und haben Sie das Holz im Schuppen gehabt? Das ist wieder eine ganz andere Sache, eine ganz andere Frage. Ja, schon wieder eine. Was meinen Sie? Nichts. Reden Sie nur gefälligst weiter. Das Holz war also nicht im Schuppen. Das Holz war in Karten. Das heißt, vor den Karten. Mit anderen Worten, es lag auf der Straße. Es lag vor den Karten auf meinem Grundstück. Dass jeder ohne weiteres hinzukonnte. Und das ist eben die Schuld des Dienstmädchens. Sie sollte das Holz vor Abend hineinräumen. Da hat sie es verschwitzt. Sie hat sich geweigert. Und nachdem ich weiter darauf bestand, ist sie zu ihren Eltern zurückgelaufen. Ha. Nun, der
die ältere führe. Ich werde Sie verklagen. Ich beanspruche vollen Schadenersatz. Das halten Sie mein, wie Sie wollen. Helfen wird es Ihnen jedoch nicht viel. Ist Ihnen nun irgendjemand verdächtig? Verdächtig? Ja, ich werde doch keinen Menschen auf gutes Glück beschuldigen. Wer wohnt außer Ihnen in Ihrem Haus? Herr Dr. Fleischer. Dr. Fleischer? Dr. Fleischer, der Mann ist was? Ist grundgelehrt! Ein grundgelehrter Mann, jawohl! Sie sind wohl beide sehr intim miteinander. Mit wem ich intim bin, ist meine Sache! Das gehört auch gar nicht hin, wie mich dünkt. Wie soll man schließlich da etwas ermitteln? Sie müssen mir doch einen Fingerzeig geben. Ich muss? Ach du lieber Gott, ja, ich muss. Mir werden 2 Meter Holz gestohlen. Ich komme den Diebstahl zu meinen Untersuchungen. Sie müssen doch eine Vermutung haben. Irgendjemand muss das Holz ja gestohlen haben. Was? Ja, ich nicht. Ich kann's wissen. Aber lieber Mann. Was? Ich heiße Krüger. Na, Glasenapp protokolliert, ja. Was ist denn nun mit dem Mädchen? Herr Krüger. Das Mädchen ist Ihnen fortgelaufen? Ja, wo ist von den Eltern zugelaufen? Sind die Eltern am Ort? Was für ein Ort? Ob die Eltern des Mädchens am Ort sind! Ah. Ist die Tochter der Waschfrau Wolfen? Der Wolfen, die bei uns wäscht, Glasner? Jawohl, Herr Vorsteher. Äußerst merkwürdig. Dieser fleißige und ehrenhafte Person. Verhält es sich so, die Tochter der Wolf? Es ist die Tochter der Waschfrau Wolf. Jawohl. Na gut, da wollen wir doch gleich mal die Wolfen rufen. Mitteldorf. Hey, Mitteldorf! Sie sind wohl sehr müde. Ja, da glaub ich, gehen Sie mal rüber mit den Hof. Die Wolfen soll gleich mal rüberkommen. So viel. Ich bitte, setzen Sie sich. Ach Gott, ach Gott. Das ist so ein Leben. Ich bin doch gespannt, was da herauskommt. Sie müssen wissen, ich halte nämlich sehr viel von der Wolfin. Das Weibsbild arbeitet wie 4 Männer. Meine Frau sagt, wenn sie die Wolfin nicht hätte, bräuchte sie statt ihrer 2 Frauen zum Waschen. Sie hat auch gar nicht üble Ansichten. Ihre Töchter sollen zur Oper gehen. Na, da mag wohl eine Schraube los sein, ist aber doch kein Charakterfehler. Was haben Sie denn da? Drahtschlägen, ich werde Sie gleich Förster Seide bringen. Zeigen Sie mal her, so ein Ding. So. Da muss nun also so ein Stück Wild so langsam erwürgen. Hier bin ich. Aber was hat's nun? Was gibt's mit der Wolfen? Frau Wolf, ist Ihnen der Herr bekannt? Welcher Herr? Der hier, oh, das ist der Krieger, den werde ich wohl kennen, nicht wahr? Guten Morgen, Herr Krieger. Moin, moin, moin. Ihre Tochter ist bei Herrn Krüger im Dienst? Wer? Meine Tochter? Leontine, jawohl. Das heißt, sie ist Ihnen ja davon gelogen. Ja, allerdings. Warten Sie mal. Was habt ihr da eigentlich miteinander gehabt? Frau Wolf, nun hören Sie mal auf mich. Ihre Tochter muss gleich in den Dienst zurückgehen. Nee. Mir behalten Sie jetzt zu Hause. Das geht nicht so einfach, wie Sie denken. Herr Krüger hat nötigenfalls das Recht, polizeiliche Hilfe anzurufen und dann müssten wir sie zurückbringen. Mein Mann hat sich das so in den Kopf gesetzt. Er will sie eben durchaus nicht mehr fortlassen. Und wenn mein Mann sich mal was in den Kopf setzt, ihr Männer seid halt gar zu schrecklich entsorgt. Ja, lassen Sie das mal gut sein. Ihre Tochter ist seit wie lange zu Hause? Seit gestern Abend. Schön, seit gestern. Sie hat sollen Holz in den Schuppen räumen und hat sich geweigert. Wer ist doch geweigert? Das Mädel weigert Ihnen keine Arbeit. Das hätte ich auch wollen anstreichen. Sie haben gehört, was Frau Wolf gesagt hat? Das Mädel ist immer willig gewesen, wenn die mir eh mal... Sie hat sich geweigert, das Holz reinzuräumen. Ja, Holz reinräumen in der Nacht um 11:30, wer das von so einem Kinde verlangt? Das Wesentliche ist nun, Frau Wolf, das Holz ist draußen liegen geblieben und diese Nacht ist es gestohlen worden. Nun, Sie werden mir das Holz ersetzen, Frau. Das wird sich schon bieten. Sie werden es mir bei Hella und Freddy ersetzen. Ja, denn für eine neue Mode habe ich Ihnen vielleicht Ihr Holz gestohlen. Na, lassen Sie sich mal den Mann erst beruhigen. Wenn mir Herr Krieger erst also kommt mit Holz bezahlen und solche Sachen, da hat er aber nie
selig bin ich. Ich bin zu allein, wie ihr wisst, immer freundlich. Da kann sich niemand über mich beklagen. Aber wenn es einmal sein muss, da rede ich halt auch immer frisch von der Leber weg. Ich tue meine Pflicht und damit ist Futz. Da kann mir niemand im Dorf was nachsagen. Auf den Kopf und Trampel, ich mir nicht. Ereifern Sie sich nur nicht, Frau Wolf. Sie haben ja durchaus keinen Grund dazu. Bleiben Sie nur immer ruhig, ganz ruhig. Dass Sie fleißig sind und ehrenhaft, das wird Ihnen ja im Dorf hier niemand bestreiten wollen. Was haben Sie also dagegen zu sagen? Die Frau kann gar nichts dagegen sagen. Jetzt schlägt es aber 13, ihr Leute. Ist denn das Mädel nicht meine Tochter? Und da soll ich nichts dazu sagen? Da sucht euch eine andere, da kennt ihr die Mutter Wolfen schlecht. Ich halt vor niemand nicht hinterm Berge. Und wenn's der Vorsteher persönlich ist, vor Ihnen viel weniger. Das können Sie mir glauben. Ich begreife ja Ihre Erregung, Frau Wolf. Aber wenn Sie der Sache dienen wollen, rate ich Ihnen, ruhig zu bleiben. Da hat man nur bei der Leitung gearbeitet. 10 Jahre lang habe ich die Wäsche gewaschen. Wir haben uns immer vertragen und nun wollen sie also kommen. Es ist keine Not. Es gibt genug andere Frauen, die waschen können. Ja, und das Obst und Gemüse aus ihrem Garten, das kann ihnen auch eine andere verkaufen. Boah, da ist keine Angst. Sie hätten doch bloß nehmen brauchen einen Knüppel und ihre Tochter zu mir zurückjagen. Ich lasse meine Tochter nicht schinden! Wer hat ihre Tochter geschunden? Halbes Gerippe ist Ihnen, das Mädel. Dann soll sie nicht die ganzen Nächte durchtanzen. Sie schläft wie ein Steh den ganzen Tag. Wo haben Sie denn das Holz gekauft? Na, dauert die Sache noch lange hier. Weshalb denn, Frau Wolf? Na, wegen der Wäsche. Wenn ich hier meine Zeit verstehe, dann kann ich auch heute nicht fertig werden. Das kommt hier nicht in Betracht. Na, und Ihre Frau? Das machen Sie auch mit der aus, Herr Amtsvorsteher. Das dauert ja nur noch eine Minute. Da sagen Sie uns doch mal gleich, Sie sind ja im Dorf herum bekannt. Wem trauen Sie solch einen Diebstahl zu? Wer könnte das Holz gestohlen haben? Da kann ich nichts zu sagen. Und haben Sie auch sonst nichts Verdächtiges bemerkt? Na, ich war ja die Nacht erst gar nicht zu Hause. Ich muss nach Treptow, Gänse einkaufen. Um welche Zeit war denn das? Ja, so gleich nach 10. Mitteldorf war ja dabei, als wir loszogen. Eine Holzfuhre ist Ihnen da nicht begegnet? Nee, wüsste ich nicht. Wie ist Mitteldorf? Haben Sie nichts bemerkt? Nein. Mir ist nichts Verdächtiges aufgestoßen. Natürlich, selbstverständlich, das wusste ich vorher. Wo haben Sie nun also das Holz gekauft? Was hat das denn mit der Sache zu tun, frage ich? Sie werden das, denke ich, mir überlassen. Natürlich doch, bei der Forstverwaltung. Das ist doch nun durchaus nicht so natürlich. Es gibt zum Beispiel auch Holzgeschäfte. Ich kaufe zum Beispiel mein Holz bei Sandberg. Man kauft dort sehr gutes, feines Eichenholz. Warum sollten nicht auch Sie bei Sandberg oder einem anderen guten Händler kaufen? Man kauft überdies dort sein Holz beinahe profitabel. Ich habe nicht länger Zeit, Herr. Zeit? Was heißt das, Zeit? Sie haben nicht länger Zeit. Kommen Sie zu mir oder ich zu Ihnen. Nehmen Sie meine Zeit in Anspruch oder ich die Ihre. Das ist Ihr Amt hier. Dafür sind Sie hier. Ja, bin ich vielleicht Ihr Schuhputzer, was? Habe ich vielleicht selber nur Löffel gestohlen? Ich verbitte mir diesen Unterhofen. Das hört sich doch, aber schreien Sie nicht so. Sie schreien her. Ich bin kein Topf, dann muss ich schreien. Sie schreien immer. Sie schreien jeder, der hier kommt. Ich schreie niemand an, schreien Sie still. Hört sich doch alles auf! Sie schicken hier den ganzen Ort! Sie tun ja so, als ob Sie der König selber sind! Ja, bin ich doch der König! Da lassen Sie gut sein. In Meinau sind Sie gar nichts! Sind ein ganz im Land versteht. Ach, Sie müssen das lernen! Ja, wenn Sie nicht augenblicklich schweigen! Dann lassen Sie mich wohl arretieren. Nun, das leg ich Ihnen dann doch nicht ganz an. Das könnte Ihnen gefährlich werden. Gefährlich? Sie mir gefährlich? Und wenn Sie wühlen und die Tiere mit Ihren
Gott! Ich gegen sie wütend, gegen sie prägiert! Dafür ist mir Person viel zu gleichgültig. Aber wenn Sie sich nicht ändern, das glauben Sie mir, dann machen Sie sich so viele Umstände, dass Sie sich gänzlich unmöglich machen. Mutes, man muss das Alter berücksichtigen. Ich bitte mich zu Frau und Gott zu überleben. Erstatten Sie mir den Schrift der Ganzen, ich habe im Augenblick keine Zeit. Da kommen die Leute. Dass sie zum Waschen kommen! Ich sage Ihnen, mein lieber Mutes, so ein Posten wird einem schwer gemacht. Wenn man nicht wüsste, für was man hier steht, würde man leicht die Flinte ins Korn werfen. So aber heißt es tapfer Ausharren. Was ist es denn schließlich, für was man hier steht? Höchsten Güter der Nation. Warte mal, Julian. Gib mir mal her den Schlüssel.
Was willst du mitmachen? Das ist meine Sache, es geht dich nicht an. Das hätte ich mal sollen früher gewusst haben. Wo hast du denn das Holz hergenommen? Na, halt von der neuen Knüppelholz. Du sollst von den neuen Holz hier nicht nehmen. Das schadet doch nicht, wenn ich weg kommt, Mama. Was du bloß willst, was fällt denn dir ein? Werd du erst mal trocken hinter den Ohren. Ich weiß, wo es her ist. Was meinst du denn, Mädel? Ich will das Holz. Ich quassel du bloß, das ist auf der Auktion gekauft. Wenn es mal wahr wäre, das ist ja Stibitz. Was ist es? Stibitz? Das hätte mir die Leontine gesagt, das ist ja der Holz von Krujama. Oh. Da hast du deine Antwort, mir ist ein keine Liebe. Und nu geh und mach deine Schularbeiten und mach sie sauber, das sag ich dir. Ich komm nachher und seh mich an. Ich dachte, ich kann jeden Schlitzel laufen. Und dann Konfirmandenunterricht hast du wohl ganz und gar vergessen. Der ist doch erst Dienstag. Morgen ist er. Lern du mir ja deine Bibelsprüche. Ich komm nachher lieber her dich. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer kein Löffel hat, ist mit dem Finger. Na, hast du es auch richtig gemacht, Julian? Wenn es dir nicht gefällt, dann tut man alleine. Weiß Gott, da tut man auch immer am besten. So, trink Kaffee. Sei mal kurz, wo du antworten kannst. Bei dem Tauwetter. Immer zu, doch Tauwetter. Ja, und wenn's meinetwegen auch ein bisschen friert, deswegen wird er nicht sitzen bleiben. Der ist jetzt schon längst ein Stück im Kanale. Wenn er aber bloß noch nicht an der Brücke liegt. Ja, von mir mag er liegen, wo er will. Ich wohl kann noch mal gehörig reinstellen, das kannst du mir drehst du glauben. Ja, das ist seine Sache, nicht unsere Sache. Stecken wir auch in der Patsche. Lass ihn mal finden, den Pelz bei Vulkan. Was ein fern Pelz? Na, Krüger sein Pelz. Du sollst kipplich reden. Verbrenn dir dein Maul nicht an fremden Geschichten. Das betrifft mich auch, Alter. Ein Dreck betrifft sich. Das geht dich nicht an, das ist meine Sache. Oh, du bist ja gar kein Mann, du bist ein alt Weib. Erste Geld. Nur sieh zu, dass du fortkommst. Geh zu Fiebigen, trink dann Schnaps. Meinetwegen mach den lustigen Sonntag. Na rein, immer rein, wer da rein will. Ach Gott, uns der Philipp aber besuchen. Na, das ist schön, das rechne ich mir aber. Sieht aus, das Jäckchen. Ja, hier hin ist warm, da wirst du nicht frieren. Na, seien Sie willkommen, nehmen Sie Platz. Wir wollen uns auch gar nicht lange auf. Ach, wenn wir so einen schönen Besuch kriegen, du bringst uns Glück, gell, Jung? Ich bin schon nur im Gang gewesen und habe Steffi gesehen, die haben sich mit goldenen Schlägen gebissen. Nee, Jung, du liest mir was vor. Oh, Junge, ich fress dich, Renuf. Herr Fleischer, das ist mein Junge. Den behalte ich mir. Gell, du bist mein Junge. Was macht denn die Mutter? Die ist gesund und die lässt Schuhfuß und die Wände noch morgen für die Wäsche waschen. Nee, so ein Junge kann schon solche Sachen ausrichten. Na, setzen Sie sich ein bisschen, Herr Fleischer. Der Junge quält mich. Er will mal Kahn fahren. Geht's denn? Ah, die Spree ist frei. Das Mädel kann ihn da stecken rudern. Er lässt einfach nicht locker. Er hat sich das halt so in den Kopf gesetzt. Komm, Philipp, ich werde dir was Schönes zeichnen. Philipp, nicht wie man die schöne Apfelsine. Na, geh mal mit. Aber ja, nicht wetter, hörst du? Komm, die essen wir jetzt miteinander. Ach, Jung, ich muss dich immer so ansehen. Wenn ich so einen Jungen sehe, da ist man schon, weil ich noch heilen müsste. Hatten Sie nicht auch mal so einen Jungen, Frau Wolf? Na, freilich doch. Aber was nutzt denn das alles? Man macht ihn ja doch nicht wieder lebendig. Ja, sehen Sie, das sind so Lebenssachen. Wie
Wie alt ist denn Ihre Tochter jetzt, Frau Wolf? Ja, zu Ostern kommt sie doch aus der Schule. Wie ist es denn nur, Herr Fleischer? Wollen Sie sie nehmen? Zu Ihnen, da gebe ich sie gerne ins Dienst. Warum denn nicht? Das wäre gar nicht so übel. Wenn ich Ihnen Rat geben darf, dann reden Sie nicht so viele. Das macht ihm los die Leite stutzig. Da hieß gleich, das ist ein Temekrat. Und seien Sie auch im Reden ja immer vorsichtig. Nun reden Sie aber keinen Unsinn, Frau Wolf. Nee, das sage ich Ihnen allen Ernstes. Na, man kann sich ja denken, was man will. Im Aussprechen, da muss man vorsichtig sein. Da sitzt man im Loch und da weiß gar nicht wie. Wie soll ich denn das verstehen? Und nehmen Sie sich ja vor dem Mondes in Acht. Aber ich verkehre doch gar nicht mehr mit ihm. Sehen Sie, das habe ich mir gedacht. Das kann mir auch kein Mensch verdenken. Ja, ich verdenke sie noch nicht. Das wäre ja noch schöner, mit einem Schwindler, einem notorischen Schwindler zu verkehren. Das ist auch ein Schwindler, da haben Sie schon recht. Ja, jetzt ist er zu Puchen reingezogen. Ja, die arme Frau kann sehen, wo sie bleibt. Das bisschen, was sie hat, wird sie noch loswerden mit so einem Kerl, so ein förmlicher Zuchthäuser. Er hat halt so manchmal Reden fallen lassen. Über mich? Da bin ich ja neugierig. Na, Sie hätten was Schlechtes gesprochen von einer hohen Person, oder was? Genaueres wissen Sie nicht. Na, er hängt halt viel mit dem Wehrhahn zusammen. Aber wenn ich Ihnen Rat geben darf, gehen Sie mal zu Mutter Dreiern. Die alte Hexe riecht auch schon Lunte. Ach, die ganze Sache ist Unsinn. Nee, das sage ich Ihnen allen Ernstes. Gehen Sie zu Mutter Dreiern. Die hat mir eine Geschichte erzählt. Er hat sie zum Meineide verleiten wollen. Da haben sie den ganzen Kerl in der Hand. Ich kann ja mal hingehen, nun gut. Das soll doch mit dem Daimel zugehen, wenn so ein Kerl... Na, der soll mir nochmal kommen. Philipp, wir wollen jetzt gehen. Ach, wir schauen uns so schöne Bilder an. Ach, Mutter Wolf, was sagen Sie übrigens zu der ganzen Geschichte? Zu welcher? Ach, Sie haben doch gar nichts gehört davon. Nee, was ich Ihnen sage. Julian, mach, dass du zeitig zum Mittag wieder da bist. Die haben nämlich halt ein Kaninchen geschlachtet. Bist du noch nicht fertig, Julian? Lass mir mal bloß meine Mütze suchen. Das kann ich nicht sehen, wenn einer so dämelt. So, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Bei mir muss alles vom Fleck gehen. Bei Krüger haben sie... Hören Sie mir bloß mit dem meine auf. Auf den habe ich eine solche Wurst. Der hat mich ihn zutiefst gekränkt, wie mir beide miteinander gestanden haben. Und da macht er mich so schlecht von der Leiten. Julian, bist du noch nicht weg? Ich gehe schon, ja? Reg dich mal nicht auf. Ich wünsche schönen guten Morgen noch, Herr Fleischer. Guten Morgen, Herr Wolf. Naja, wie gesagt. Von damals, wie ihm das Holz gestohlen wurde. Naja, die Sache hat er längst bereut. Und überhaupt, die Leutchen sind wirklich schon schlimm dran. Also vor 8 Tagen das Holz und nun der Pelz. Na, nur raus mit der großen Neuigkeit. Sie haben halt wieder mal eingebrochen. Gestohlen? Nee, reden Sie bloß keinen Unsinn. Und zwar einen nagelneuen Pelz. Nee, wissen Sie, nächsten ziehe ich vor. Das ist ja eine Bande da hier. Da ist man ja seines Lebens nicht mehr sicher. Setze solche Menschen, man soll es nicht glauben. Ja, nun können Sie sich natürlich denken, was für ein Hallo ist. Ja, das kann man auf den Leiden nicht verdenken. Und wirklich, es war ein sehr teures Stück, ich glaube, Nerz. Ist das so ähnlich wie Biber, Herr Fleischer? Es kann sogar Biber gewesen sein. Die Leutchen waren ganz stolz darauf. Über solche Sachen kann ich nicht lachen, Herr Fleischer. Ach ja, na glauben Sie, dass mir der Mann nicht leid tut. Was müssen das bloß für Menschen sein? So andere Leute ums Ihrige bringen? Nee, dann lieber arbeiten, bis man hinfällt. Können Sie sich nicht mal so ein bisschen umhören, Frau Wolf? Also ich glaube, der Pelz ist hier im Ort geblieben. Und man hat auf niemanden Verdacht? Ach, der hat so eine Waschfrau bei Krüger gewaschen. Den Millern! Ah ja, die hat so eine große Familie. Ja, eine große Familie hat die Frau. Aber stehlen, nee, ein bisschen mausen, ja. Natürlich hat Krüger sie sofort rausgeworfen. Das muss doch rauskommen, Schwerin, und das müsste doch mit dem Deibel zugehen, wenn ich bloß Amtsvorsteher wäre. Aber der Mann ist ihnen ja dumm, nee, pardon. Das glaube ich auch beinahe. Wenn es drauf ankommt, dem stehle ich einen Stuhl unterm Hintern. Philipp, wir wollen jetzt gehen. Anhalt, zieh dir das an, du sollst den Dr. Fleischer rudern. Bin ja schon fertig. Nur ja, gut einpacken. Es ist kalt und auf dem Wasser könnte es windig sein. Ich werde mal vorauf gehen, einen Kahn zurecht machen. Wie geht's Ihnen denn jetzt mit Ihrer Gesundheit? Viel besser, seit ich hier draußen lebe. Mama, Herr Krüger. Wer kommt? Herr Krüger. Ist doch nicht möglich. Er wollte diesen Morgen zu Ihnen kommen. Adieu.
Scholz wegkriegen. Wieso denn, Mama? Ach, wegen Herrn Krüger. Na, ist das eine Art am Sonntagmorgen, wie es bei uns aussieht? Soll Herr Krieger denken? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Herr Krieger, sehen Sie sich bloß nicht um. Es sieht doch so schrecklich bei uns aus. Das lassen Sie gut sein. Sie gehen die ganze Woche auf Arbeit. Da kann am Wochenende nicht alles geputzt und gefegt sein. Sie sind eine ordentliche Frau. Eine ehrliche Frau. Frau Wolf. Und was zwischen uns gewesen ist, soll gänzlich vergessen sein. Ja, ich habe ja auch niemals nichts gegen ihn gehabt. Ich habe ja gern bei ihm gearbeitet. Aber da sie halt gar so heftig wurden, da geht halt die Brust hoch einmal mit denen durch. Es hat ihnen ja leid genug getan. Sie kommen wieder und passen bei uns. Wo ist denn Ihre Tochter, die Leontine? Die ist mit Grinkohl beim Postvorsteher. Das Mädchen geben Sie wieder zu uns. Statt 20 bekommt sie 30 Taler. Wir waren sonst immer zufrieden mit ihr. Verkleben und vergessen wir alles, Frau Wolfen. Ja, das hätte ja alles gar nicht sein brauchen. Das Mädel ist halt noch ein dummes Kind. Aber die Alten haben uns doch immer vertragen. Die Sache ist also abgemacht. Da bin ich doch wenigstens soweit zufrieden. Und nun sagen Sie, Frau Wolf, was mir passiert ist, was sagen Sie dazu? Nee, wissen Sie, da sage ich gar nichts. Da haben wir nun diesen Herrn von Wehrhahn. Die ehrlichen Leute kujonieren, Schikanen und Quälereien ausdenken. Immer steckt der Mann seine Nase in die Hand. Ja, los, wo er sie haben soll, da hat er sie nicht. Ich gehe jetzt sofort und aufs Amt und werde Anzeige erstatten. Ja, das lassen Sie bloß nicht sitzen, Herr Krieger. Ich lasse nicht eher locker. Ich lasse mir nicht auf den Kopf umtrampeln. Jetzt muss er mal richtig gerecht werden, dass er mal Ruben in dem Neste. Die stehen ja mal sonst das Dach über dem Kopf. Nun denken Sie sich, los, um Gottes Willen. In 14 Tagen zwei solche Diebstähle. So gutes, teures Holz. So gutes, teures Holz, wie Sie hier haben, Frau Wolf. So gute Knüppel. Nee, ärgern kennt man sich, dass man clean wird. Nee, das ist ja eine Bande da hier, die für Deibel. Und wenn es mich 1000 Dollar kostet, ich werde den Leuten auf die Spur kommen. Diese Diebe gehen den Tod aufs Licht. Das ist ja auch ein Segen.
wieder so spät kommt, dann wäre doch wieder nicht Zeit für uns. Schon mit euren Lappalien da. Da haben wir ganz andere Dinge zu tun. Ihr werdet schon schöne Dinge zu tun haben. Der ist ja Kriton, den passt nicht an. Nur habt euch ein bisschen mehr. Der Mädel hat Herr Krieger hierher geschickt. Mal wieder die Pelzgeschichte, was? Na, da hat der alte Kerl noch mal was. Da soll er sich doch mal ein bisschen ins Zeug legen, der eure obeinige Schirulat. Ihr Maul bloß, seht lieber zu, dass er was rauskriegt. Rausnackt! Bevor man rüberkommt, der Herr Baron will was von Sie wissen. Muss ich schon wieder mal unterbrechen. Guten Morgen, Mitteldorf. Guten Morgen, Frau Wolf. Na, wo bleibt denn der Herr Amtsvorsteher so lang? Schreibt ganze Bochen voll, Mutter Wolfen. Sind wichtige Sachen, das können Sie mir glauben. Nun wissen Sie, da klebt was in der Luft. Was weiß ich auch nicht. Aber das was liegt, das weiß ich so sicher. Bloß man umfassen, dann werdet noch erleben. Es kracht, Mutter Wolfen. Und wenn es kracht, dann hat es gekracht. Nee, wie gesagt, ich verstehe nicht davon. Das ist alles Neuheit. Neuheit ist alles. Und von Neuheit verstehe ich nicht. Es muss was geschehen. Das geht so nicht weiter. Die ganze Ort muss gesäubert werden. Nee, finde ich da nur den Ofen nicht mehr so drin. Aber was der Vorsteher war, der gestorben ist, war ein Ding. Bloß ein Eckensteher. Ich könnte ihr ja noch so viele erzählen, aber ich hab mal kein Zit. Der Herr Baron vermisst mir. Krach! Mutter Wolf, das könnt ihr mich loben! Na, wenn's auch bei dem nicht etwa geschnappt hat. Was soll ich denn sagen? Ich hab es vergessen. Na, was hast du denn Herrn Krieger gesagt? Na, dass ich das Paket hier gefunden habe. Na, hier brauchst du auch nicht mehr zu sagen. Bloß, dass du Frosch bist und resolut. Du bist doch sonst nicht aufs Maul gefallen. Ich wünsche schönen guten Morgen. Ja, aber Volko, ihr seid wohl gar nicht mehr gescheit. Was wollt ihr denn hier? Ja, meine Frau hat was Kleines gekriegt. Was hat sie gekriegt? Ein kleines Mädchen. Da muss die Kalkung zustande sein. Ich denke, ihr seid schon längst ein Stück im Kanale. Ich hätte ja auch noch nicht dagegen wollen. Wenn bloß an mir lege, welket hoch. Ich hab auch gleich los gemacht. Und wie komme durch beide Schleusen? Da sitze ich im Eisel. Und komm nicht weiter. So hätte ich gelauert, dass das Eis auf die Spree soll tauen. Zwei ganze Tage und Nächte. Bis ich mit meiner Frau noch dazu kam. Da half kein Jammer mehr. Da muss die Kultur. Und jetzt liegt da mit dem Kahn wieder an der Brücke? Ja, wo soll ich denn hinhalten? Du lasst mich zufrieden. Wenn sie man bloß nicht gerochen haben. Du holst für 10 Pfennige Zimmer im Kaufmann. Ach, dann tue ich, wenn ich nach Hause gehe. Du gehst und maulst nicht. Ich bin doch kein kleines Mädchen mehr. Wieder an der Schleuse gelegen? Zwei ganze Tage. Ihr seid der Kerl, lasst euch verglasen. An Pelztitern am lichten Tage. Ich? Angezogen? Ja, am hellen Tage, dass der ganze Ort gleich zu wissen kriegt, was ihr für einen schönen Pelz anhat.
Ich war doch alle mittendrin in der Heide. Eine Viertelstunde von unserem Hause. Mein Mädel hat euch doch sitzen sehen. Sie mussten Dr. Fleischer rudern. Und der hat auch gleich einen Verdacht gefasst. Da will ich nicht von. Das geht mir nicht an. Psst, jetzt hat bloß auf den Posten wohl kommen. Was haben Sie denn? Na, ihr wohnt was willst du, Mädchen? Du kommst zu mir, Mann, also rein. Viel Zeit habe ich heute nicht. Ah! So, du bist wohl die Tochter, die kleine Wolf. Was? Setz dich mal ein. Was willst du denn? Ich hab hier. Warte erst mal. Was haben Sie denn? Eine Wohnmächtige anmelden. Also standesamtlich die Bücher glasen ab. Das heißt, ich will mir erst das andere erledigen. Was gibt's denn da mit Ihrer Tochter? Krüger sie wieder mal die Ohrfeigt? Nee, so weit hat das doch wohl nicht getrieben. Was ist denn dann gewesen? Na, mit dem Paket halt. Ist Motus noch immer nicht da gewesen? Ist jetzt noch nicht. Mir unbegreiflich. Was willst du denn, Mädel? Es betrifft den gestohlenen Pelzverbohrspeer. Ach so, das ist mir heute nicht mehr möglich. Wer kann denn alles auf einmal tun? Sie kann sich mal morgen bei mir melden. Na, sie hat schon ein paar Mal wollen mit Ihnen reden. Dann versucht sie es morgen zum dritten Mal. Herr Krieger lässt sie nicht mehr locker. Was hat denn Herr Krüger damit zu tun? Ja, es meldet mal bei ihm mit dem Paket. Was ist denn das für ein Lappen? Zeigen Sie mal. Der hängt mit der Pelzgeschichte zusammen. Hieß das, Herr Krieger ist eben der Meinung. Was ist denn drin in dem Lappen? Was? Eine grüne Weste von Herrn Krieger. Das hast du gefunden? Ich habe es gefunden, Herr Amtsvorsteher. Wo hast du es gefunden? Na, das war, wie ich mit Mama zur Bahn ging. Na, das war gut sein. Das soll gut sein. Das deponieren wir mal zunächst. Wir werden am Morgen darauf zurückkommen. Na, uns ist es egal. Und wem denn nicht? Ja, Herr Krieger ist so eifrig dahinter. Herr Krüger, der ist mir ganz gleichgültig. Der Mann belästigt mich ja geradezu. Man kann doch so etwas nicht übers Knie brechen. Er hat ja Belohnung ausgesetzt. Es ist ja im Amtsblatt bekannt hier jedem. Man geschieht doch immer nicht. Was soll das heißen, geschieht nicht genug? Wir haben den Tatbestand aufgenommen. Seine Waschfrau ist ihm verdächtig gewesen, wir haben Haussuchung vorgenommen. Ja, was will er denn noch? Der Mann soll doch still sein. Nun, wie gesagt, morgen stehe ich zu Diensten. Ja, uns ist es egal, wir kommen auch wieder. Naja, morgen früh. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin doch gespannt, was da rauskommt. Herr Motes will nun auch Zeugen stellen. Er meint, die Dreiern, die Kuchenhexe, haben mal dabei gestanden, als Fleischer sich despektierlich aussprach. Wie alt ist denn die Dreiern, sagen Sie mal? So gegen 70 Jahre. Ein bisschen wirr im Kopf, was? Naja, wie man es nimmt, der Ding da noch ziemlich gut beisammen. Ich kann Ihnen sagen, Glasenapp, es wäre mir eine direkte Genugtuung, hier mal gründlich zwischenzufahren. Dass die Leute merken, mit wem sie es hier zu tun haben. Bei Kaisers Geburtstag. Wer war nicht dabei? Natürlich der Fleisch. Dem Mann traue ich das Schlimmste zu. Wenn der noch so scharf dumme Gesichter macht. Man kennt sie ja. Diese Wölfe im Schafspelz können keiner Fliege ein Beinchen ausreißen. Aber wenn es drauf ankommt, sprengen die Hunde ganz ihre Ortschaften in die Luft. Der Boden soll ihnen doch hier etwas heiß werden. Gehorsam, Marina. Na also, wie steht's? Frau Dreier will gegen 11 Uhr hier sein. Schön. Die Sache wird einiges auf sich machen. Es wird ein großes Geschrei entstehen, der Wer mischt sich in alles ein? Nun, Gott sei Dank, ich bin drauf gefasst. Ich stehe ja nicht zu meinem Vergnügen. Zum Spaß hat man mich nicht hierher gesetzt. Da denken die Leute, so ein Amtsvorsteher, das wäre weiter nichts wie ein höherer Büttel. Ha, da mögen sie jemand anders hierher setzen. Die Herren freilich, die mich ernannt haben, die wissen genau, mit wem sie es hier zu tun haben. Die kennen den ganzen Ernst meiner Auffassung. Ich erfasse mein Amt als heiligen Beruf. Bericht für die Staatsanwaltschaft habe ich verfasst. Wenn ich ihn heute Mittag abschicke, kann noch übermorgen Verhaftsbefehl hier sein. Wird man aber über mich herfallen? Sie wissen ja, mein Onkel ist Kammerherr. Ich werde mal mit ihm über Sie sprechen. Potzdonnerwetter, was ist denn das nun wieder da? Gott der Fleischer, was will denn der Mensch? Er hat doch nicht der Fall und ihr auch. Guten Morgen. Ich möchte eine Anzeige machen, die sich auf den neulichen Diebstahl bezieht.
Sie sind der Doktor Josef Fleischer? Ganz recht, Josef Fleischer ist mein Name. Die wollen mir eine Anzeige machen. Wenn Sie gestatten, so möchte ich das tun. Ich habe nämlich etwas beobachtet, möglicherweise, wie gesagt, dazu führte, fällt sie auf die Spur zu kommen. Was haben Sie nun also so Wichtiges beobachtet? Das heißt, wenn Sie von vornherein keinen Wert auf meine Mitteilung legen, dann würde ich es vorziehen. Sie würden es vorziehen? Ich würde vorziehen, darüber zu schweigen. Meine Zeit ist etwas in Anspruch genommen. Ich möchte Sie bitten, sich kurz. Meine Zeit ist ebenfalls eingeteilt. Indessen hielt ich mich für verpflichtet. So, Sie hielten sich für verpflichtet? Gut, dann sagen Sie also, was Sie wissen. Ich bin also gestern bekannt gemacht. Ich hatte den Kahn von der Wolf genommen. Ihre Tochter saß gehört es denn nun unbedingt zur Sache? Ja, allerdings, nach meiner Meinung. Schon, dass wir weiterkommen. Wir fuhren also bis in die Nähe der Schleuse. Das Eis war dort aufgestaut. Ein Spreekahn hatte dort angelegt. So. Wahrscheinlich war er dort. Das interessiert uns nun weniger. Was ist denn nun der Kern von der ganzen Sache? Ich muss gestehen, dass mir diese Art, ich komme hierher durchaus freiwillig, einen freiwilligen Dienst der Behörde zu leisten und... Der Herr Amtsvorsteher hat nicht Zeit. Sie sollen nur weniger Worte machen. Soll es kurz und bündig sein. Die Sache, was wollen Sie denn? Im Interesse des alten Herrn Krüger. Auf dem Kahle befand sich also ein alter Schiffer. Wahrscheinlich der Eigentümer des Schiffes. Ja, wahrscheinlich. Er stand dort auf dem Deck in einem Pelze, den ich aus der Ferne für Biber hielt. So, ich hätte ihn vielleicht für... Marder gehalten. Ich fuhr näher heran und konnte so sehr gut beobachten. Es war ein dürftiger, schmuddeliger Schiffer und der Pelz schien durchaus nicht für ihn gemacht zu sein. Es war auch ein nagelneues Stück. Ich höre nun und was weiter? Ja, was weiter? Nichts weiter. Nichts? Sie wollten mir doch ein Anzeige machen. Von etwas Wichtigem sprachen Sie doch. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Sie haben uns hier eine Geschichte erzählt von einem Schiffer, der einen Biberpelz trägt. Nun, Schiffer tragen mitunter Pelze. Das ist keine große Neuigkeit. Das können Sie halten, wie Sie wollen. Unter diesen Umständen bin ich am Ende. Ist Ihnen wohl sowas mal vorgekommen? Jemand ist ja bodenlos zum Außerdem. Ein Schiffer hat einen Pelz angehabt. Ist der Mann wohl verrückt geworden? Ich trage selber einen Biberpelz. Ich bin doch deswegen noch lange kein Dieb. Was ist denn das nun? Das soll wohl heute gar keine Ruhe werden. Bitte doch, Sie lassen jetzt niemanden weiter rein. Herr Motis, ich bitte Sie, tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie mir mal an die Biberwohnung. Wir können dort die Migration verstauen. Zum Sohn zu stürmen, alle dieser Krüger. Wenn der diese nicht fortpässt, nicht zu bleiben, dann sieht er doch mal die Tür raus. Ich möchte um Ruhe, bitte. Wie Sie sehen, habe ich hier noch zu verhandeln. Verhandeln Sie ruhig. Wir können warten. Dann werden Sie auch mit uns verhandeln. Also, bitte. Drüben in meiner Privatwohnung. Und wenn Sie die Dreier sehen, ich möchte auch Sie lieber drüben feuern. Sie sehen ja selbst, hier ist es unmöglich. Dieser Herr hier, kann ich Ihnen auch etwas von der Frau Dreier sagen? Gehorsamer Diener, empfehle mich weg. Der Mann hat es nötig, sich zu entfernen. Halten Sie sich bitte Ihrer Bemerkung. Dann sage ich es doch mal. Dieser Mensch ist ein Schwindler. Nun also, was gibt's? Ich werde jetzt erst Ihre Sache erledigen. Die Bücherglasen ab. Lasst mal. Ich werde mir jetzt erst das hier vom Halse schaffen. Ich werde jetzt erst Ihre Sache erledigen. Jawohl, darum wollte ich auch trinken. Wir wollen mal von dem Trinken ganz absehen. Was hätten Sie nun also für ein Anliegen? Kein Anliegen. Gar kein Anliegen habe ich. Ich komme mein gutes Recht zu beanspruchen. Was wäre das für ein gutes Recht? Mein gutes Recht, Herr Amtsvorsteher. Das Recht, das ich habe als ein Bestohlener. Das Recht, das mir die Ortsbehörde Beistand leistet, mein bestohlenes Gut zurückzuerhalten. Ist Ihnen dieser Beistand verweigert worden? Nein, gar nicht. Das kann ja auch gar nicht sein. Dennoch sehe ich, dass hier nichts geschieht. Die Sache nimmt keinen Fortgang. Ja, glauben Sie denn, so etwas geschieht im Handumdrehen? Ich glaube gar nichts, Herr Vorsteher. Ich habe viel mehr bestimmte Beweise. Sie nehmen sich meiner Sache nicht an. Ich könnte Sie jetzt schon unterbrechen.
etwas Weiteres derart anzuhören, läge ganz außerhalb meiner Amtspflicht. Einstweilen reden Sie aber nur weiter. Sie können mich gar nicht unterbrechen. Als preußischer Staatsbürger habe ich recht. Und wenn Sie mich hier an dieser Stelle unterbrechen, dann gibt es andere Worte zum Reden. Sie nehmen sich meiner Sache nicht an! Nun bitte, wollen Sie das begründen? Hier, diese Frau ist zu Ihnen gekommen. Ihre Tochter hat einen Fund gemacht. Sie hat den weiten Weg nicht gescheut. Herr Vorsteher, obgleich sie doch eine arme Frau ist. Sie ist gestern zu Ihnen gekommen und da haben Sie sie abgewiesen. Und heute ist sie wiedergekommen. Na, der Herr Amtsvorsteher hatte doch nur immer keine Zeit. Bitte weiter. Ich bin doch durchaus noch lange nicht fertig. Was haben Sie zu dieser Frau gesagt? Sie haben zu dieser Frau gesagt, Sie hätten keine Zeit für die Sache. Sie haben noch nicht einmal die Tochter gehört. Sie wissen wirklich nicht den geringsten Umstand. Ha, von der ganzen Sache wissen Sie gar nichts. Muss ich Sie bitten, sich zu mäßigen? Ich bin gemäßigt! Ich bin sehr gemäßigt! Ich bin auch viel zu gemäßigt, Herr Amtsvorsteher! Ich bin auch ein viel zu gemäßigter Mensch! Was ist das hier für eine Untersuchung? Dieser Herr hier, Herr Dr. Fleischer, ist zu Ihnen gekommen mit einer Entdeckung, die er gemacht hat. Ein Schiff von Trägern Biberfels und... Warten Sie mal! Sie sind doch Schiffer. Ja. Seit 30 Jahren hätte ich geschifft werden. Und tragen nun die Spreeschiffer mitunter öfter Pelze. Manch einer trägt seinen Pelz immer zu. Der Herr hat einen Schiffer gesehen, der hat auf Deck einen Pelz angehabt. Och, da ist nichts Verdächtiges bei, Herr Vorsteher. Da sind viele, die schöne Pelze haben. Ich hab ja auch einen selber eben. Na, sehen Sie, der Mann hat selber einen Pelz. Aber es ist doch kein Biberpelz. Das haben Sie auch nicht genau gesehen. Na, hat der Mann einen Biberpelz? Da ist nichts Verdächtiges bei, kann ich Ihnen sagen. Da sind viele. Die haben die schönsten Biberpelze. Warum auch nicht? Der Geld sagt ja alles zu. So, ich bitte, fahren Sie nur fort, Herr Krüger. Das war nur ein kleiner Abstecher meinerseits. Ich wollte Ihnen nur mal kurz vor Augen führen, was es mit Ihrer Beobachtung auf sich hat. Sie sehen, der Mann trägt selbst einen Pelz und würde doch deshalb im Traum nicht einfallen zu sagen, er hätte den Pelz gestohlen. Das wäre ja eine Absurdität. Ah, ich verstehe kein Wort davon. Da muss ich wohl noch etwas lauter reden. Und da ich gerade mal beim Reden bin, will ich Ihnen mal was sagen. Nicht etwa in meiner Eigenschaft als Beamter, sondern als einfacher Mensch wie Sie, Herr Krüger. Ein immerhin ehrenwerter Bürger sollte mit seinem Vertrauen ein bisschen besser haushalten und sich nicht auf das Zeugnis von Leuten berufen. Mein Umgang! Mein Umgang! Jawohl, Ihr Umgang! Ja, passen Sie nur auf sich selber auf! Leute, die Mordes, mit denen Sie verkehren, die sind bei mir aus dem Hause geflogen! Die Mann, der in Ihrer Privatwohnung war, hat mir die Tür gewiesen. Er hat mich um meine Miete beschwindelt! Da seien hier nicht viele am Ort, die er nicht an vorne und hinten beschwindelt. Der Mann hat das richtige Steuersystem. Der Mann ist auch reif für den Staatsanwalt. Ich bitte Sie, das hier gefälligst durchzulesen. Dieses Blatt hier hat Frau Dreyer unterschrieben. Mordes hat sie zum Meineid verleihen wollen. Sie hat sonst Aussagen gegen mich. Dieser Herr Dr. Fleischer ist ein ehrenwerter Mann. Und den versucht dieser Schopf vom Mordes zur Strecke zu bringen. Und Sie reichen ihm auch noch dazu die Hand. Entfernen Sie den Wisch! Der Wisch kommt vor den Staatsanwalt! Das mögen Sie halten, wie Sie wollen! Und damit diese Sache nun aus der Welt kommt,
Wo haben Sie also das Ding gefunden? Ja, ich hab's ja gar nicht gefunden, Herr Vorsteher. Na, wer denn sonst? Na, meine jüngste Tochter. Und warum haben Sie die nicht gleich mitgebracht? Na, sie ist doch hier gewesen. Ich kann sie auch schnell rüberholen. Das verzögert doch aber die Sache bedeutend. Hat sie Ihnen denn nichts erzählt? Sie sagten doch, auf dem Weg zum Bahnhof. Ja, der Dieb ist also wohl nach Berlin. Ja, da werden wir Schlechtes tun haben. Das glaube ich gar nicht, Herr Amtsvorsteher. Ich bin vielmehr der Ansicht des Herrn Dr. Fleischer. Die ganze Sache mit dem Paket ist angelegt worden, um uns Ehre zu führen. Das ist hochmäßig. Herr Wolfen, Sie sind doch sonst nicht so dumm. Was hier gestohlen wird, geht alles nach Berlin. Der Pilz war längst in Berlin verkauft, doch ehe wir wussten, dass er gestohlen war. Ich glaube, der Dieb ist sehr wart. Na sehen Sie, Herr Krieger. Das glaube ich bestimmt. Bedauere, ich neige nicht zu dieser Ansicht. Ich habe eine viel zu lange Erfahrung. Viel zu lange Erfahrung, Sie? Und aufgrund dieser Erfahrung weiß ich, dass diese Möglichkeit kaum in Tracht kommt. Na, man soll nichts verreden, Herr Vorsteher. Er hat schließlich einen Schiffer mit Biberfest gesehen. Ach, kommen Sie mir doch nicht mit dieser Geschichte. Da müsste ich ja alle Tage Haussuchen halten. Mit 20 Gendarmen und Polizisten. Da müsste ich ja bei jedem einzelnen von Ihnen Haussuchen. Da fangen Sie auch gleich bei mir an. Das ist doch lächerlich. Nein, nein, meine Herren, so kommen wir nun und nimmer zu etwas. Sie müssen mir schon gänzlich frei handeln. Ich habe bereits meine Verdachte gefasst und will einstweilen nur noch weiter beobachten. Es gibt da so einige dunkle Gestalten. Die habe ich schon lange aufs Korn genommen. Frühzeitig fahren sie rein nach Berlin mit schweren Hucken auf dem Rücken. Und abends kommen sie leer zurück. Entschuldigung, Herr Amtsvorsteher. Die Gemüsefrau, geh mal so mit ihrem Gemüse auf dem Rücken. Nicht die Gemüsefrau, Herr Krüger, auch ihr Pilz wird so gereist sein. Das ist auch möglich. Und möglich ist eben nicht auf der Welt. Nun also, Sie wollen anmelden. Eine Geburt möchte ich anmelden, Vorsteher. Ich gebe nicht eher Ruhe, bis ich zu meinem Pelz komme. Was gemacht werden kann, wird gemacht. Die Wolfen kann sich ja mal ein bisschen rumhören, wa? Nee, dazu tauge ich nur immer zu schlecht. Aber wenn sowas nicht rauskommt, wo bleibt denn da alle Sicherheit? Sie haben ganz recht, Frau Wolfen, ganz recht. Ich bitte darum, dieses Paket genau zu besichtigen. Es ist eine Handschrift auf dem Zettel, die zu einer Entdeckung führen kann. Und übermorgen früh, Herr Amtsvorsteher, werde ich wiederkommen, um mich zu erkundigen. Guten Morgen! Guten Morgen. Sie sind wie viel Jahre alt? Guten Morgen, guten Morgen. Bei dem Kerl ist doch was los da oben. Wie heißen Sie? August Philipp Wulko. Mitteldorf. Gehen Sie mal rüber in meine Privatwohnung. Dort sitzt der Schriftsteller Motes und wartet. Sagen Sie ihm, es täte mir leid, ich hätte heute keine Zeit. Er möge morgen wiederkommen. Dann soll er also nicht warten. Nein, nicht warten. Dann soll er also nach Hause gehen. Er soll nach Hause gehen. Und morgen wiederkommen. Dann geh ich rüber. Ja, bitte. Dann soll er gehen. Er soll gehen, Sie auch, Robert. Aber ist Ihnen der Schriftsteller Motes bekannt? Na, da schweige ich lieber. Da kennt ich Ihnen nicht viel Gutes erzählen. Von Fleischer dagegen umso mehr. Das ist Ihnen doch wirklich kein übler Mensch. Sie wollen wohl ein bisschen vorsichtig sein. Ja, dazu taug ich nur immer zu schlecht. Ich bin immer geradezu. Wenn ich mit dem Maule nicht immer so vorne weg wäre, da könnte ich halt schon viel weiter sein. Bei mir hat Ihnen das noch nie geradet. Ja, bei Ihnen nicht. Ich kenne auch ein offenes Wort vertragen. Vor Ihnen, da braucht man sich nicht zu verstecken. Kurzum, Fleischer, das ist ein Ehrenmann. Das ist er auch. Ja? Das ist er auch. Na, dann denken Sie mal an Ihr heutiges Wort. Und Sie an meins. Gut, wollen mal sehen. Das ist nämlich hier
unsere fleißige Waschfrau. Sie denkt, alle Menschen seien so wie sie. So ist es aber leider nicht in der Welt. Sie sehen die Menschen von außen an. Unsereins blickt nun schon etwas tiefer. Und so wahr es hier ist, wenn ich Ihnen sage, die Wolfen ist eine ehrliche Haut, so sage ich Ihnen mit gleicher Bestimmtheit, Ihr Dr. Fleischer, von dem wir hier reden, das ist ein lebensgefährlicher Kerl. Da weiß ich nur auch nicht. Thank you.
dieser ganzen Truppe, angeführt von Herrn Klemann, ganz herzlichen Dank für diesen erfolgreichen und uns allen so erfreuenden Abend abzusprechen. Applaus